Und damit ein. Ja, es ist kalt. Hältst du eigentlich irgendwann die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Entschuldigung. Nein. Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Battlefield 1. Alter, was willst du durch den Mist? Wow. Dein Geschwätz bringt uns nach oben oder vor das Kriegsgericht. Eine Schaufel. Was machen wir jetzt? La 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 la. Was ist mein Ziel? Ich habe kein Ziel. Ist der da gerade oder passiert auch jemand anderen? Ich will nur so viel sagen. Ich habe Übung im Schleichen. Durch Hintereingänge von Bars, aus Schlafzimmerfenstern. Die Details tun nichts zur Sache. Wie auch immer. Sobald die Deutschen erledigt waren, setzte ich meine Fähigkeiten ein und machte mich auf den Weg nach Westen zur britischen Front. Geräuschlos wie eine streunende Katze. Ich frage mich echt, ob dieser Blackburn der Ur-Ur-Ur-Großvater von Blackburn aus Battlefield 3 ist, ob sich die Entwickler da was gedacht haben, aber andererseits ist Blackburn ein vielverwendeter Name. In der britischen Front lagen deutsche Schützengräben, deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Das ist jetzt einer. Das ist auch noch einer. Oh, vorsichtig hier unten. Mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Ah, hier ist noch ein Zelt. Sehr gut. Okay, Schalldämpfer ist auch perfekt. Perforieren perfekt. Ich glaube, die kann ich umgehen. Den müsste ich vielleicht noch holen. Ich sehe kaum was.
ich von Lagerfeuer zu Lagerfeuer? Obwohl, dann, ich glaube, danach hört es auf. Okay, die beiden auch nicht. Ist auch einer. Ist er alleine? Die wär noch ein bisschen scheiße hingestellt. So. Eigentlich wollte. Also fast keiner wollte in diesem Krieg da sein. Also, die mussten. Puh, also hier weiter. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Ist dermaßen langweilig. Der Hauptmann hat es auf mich abgesehen. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Okay. Aber wie komme ich hier weg? Toll. Das klang komisch, oder? Würdest du mal deine Ohren untersuchen lassen? Den interessiert das überhaupt nicht. Okay, von hier aus wird das wohl nichts. Könnte da wieder über den Zaun eigentlich. Nein, kann ich nicht. Oh. Gut, das wäre zu einfach gewesen. Auf jeden Fall habe ich dafür gesorgt, dass sie jetzt rumlaufen. Außer er natürlich, weil es ihm scheiße interessiert hat. Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Immer wie die Scheißarbeit. Die Leiche gesehen. Hör zu, Arschloch! Konzentrier dich auf deine Pop! Es werden gleich mehrere die Leichen wahrscheinlich sehen. Ich muss jetzt auch noch so schnell wie möglich an ihn rankommen. Jetzt hat er eine eigentlich. Der hat gerade noch was gesagt.
Hinter dir, Freund. Hast du was gesehen? Hör zu, Arschloch! Konzentrier dich auf deinen Pass! Halten aber wenig Wache und die, die Wache halten, sind doch eigentlich alle, die hier sind. Also es pennt keiner oder so. Und hier kommen wir raus. Ach, die Waffe wird sogar dreckig, siehst du? Oh, es muss so unangenehm hier gewesen sein. Alles schlammig, nass. Was Schlamm ja so an sich hat. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Ach, hoffentlich. Das ist ein Bunker? Gut, war jetzt nicht unbedingt die schlauste Idee. Da ist ja noch einer. Hä? Hier ist keiner mehr. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, was ist da? Haben die hier gesoffen oder was? Wer kann nicht weit sein, frage ich mich. Ah. Der. Okay, kommt noch einer. Was war das für ein Geräusch? Das könnten mehrere sein. Oh, fuck.
ich hier wieder rauskomme? Ein Dutzend deutsche MGs in meinem Rücken veranlasste mich dazu, den Kopf einzuziehen. Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kopf. Wilson, wir sind im Niemandsland. Wir müssen los. Sofort. Ich komme nicht hoch. Dein Wort gegeben, dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir, oder du bist ein verlogener Bastard, der mich verdammt nochmal erlöst. Also, was ist jetzt? Leg die Karten auf den Tisch, Blackbear. Nicht George Rickham, was? Der Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Oh. Okay, hauen wir ab hier. Fuck, komm, ich hol dich hier raus. Oder wir gehen beide drauf. Viel Blut verloren. Es tut verdammt weh. Leute, Niemandsland. Siehst du sie? Ich sehe niemanden. Ich bin dafür bekannt, dass sie aufgehen. Die Taten alles, um uns zu kriegen. Leichter. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich würde mal was sagen, dass die wissen, dass wir zu denen gehören. Ah, er weiß es. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen.
geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht... Gut, kaum, aber... Danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Das ist ein Team. Na komm. Ein letztes Mal. Komm. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Du schuldest mir einen Orden. Ich hab alles im Griff. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt! Mega unterwegs! Ich sichere unsere Hände! Ja, weg mit dir. Ja, kümmere dich drum. Ich hab's einfach am verdammten Motor getroffen. Das war verdammt gut geflogen. Puh. Fuck. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Ja. Die sind erledigt. Na, großartig. Tja, was soll ich sagen? Da ist noch ein Bomber. Was wollen die denn angreifen eigentlich? London einfach direkt? Ich glaube, das ist London. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, wir können uns jetzt nicht reparieren. Ich bin, glaube ich, unter Zeitdruck. Ich bin keine Ahnung. Okay, jetzt muss das mal sein. Ich muss mich hinter die Bomber wieder klemmen. Wo sind sie? Ach, da. Sie sehen fast aus wie unsere. Boah, der letzte. Boah. Wow. Wir haben ein Problem. Oh nein. Jetzt komm nur nicht auf dumme Gedanken. Du wolltest doch einen Orden, oder?
Dumme Gedanken sind meine Spezialität. Dieses verdammte Luftschiff wird bald London erreichen. Eines von vielen weiteren Zielen. Festhalten! Das ganze Ding könnte hochgehen wie ein Feuerwerk. Das muss doch jetzt nicht sein! Und abdrehen. Aufpassen! Lad die scheiß Raketen nach, Mann! Das Ding brennt so sehr, das dürfte gar nicht mehr. Ah, ich weiß nicht, ob ich mutig oder verrückt bin. Ich sehe ja gar nichts mehr. Mal eine Reparatur einfach nebenbei mal machen. So, und jetzt. Das müsste der letzte Angriff auf dieses Luftschiff sein. Und? Das war's mit dem Luftschiff. Flugabwehrgeschütz! Festhalten! Wo willst du denn hin? Na los, Fritz! Komm doch! Das war nicht gut. Bist du okay? Holen wir uns die Flak! Alter, jetzt sind wir auf feindlichem Territorium. Okay, ich gebe dir Deckung. Na los. Okay, wir müssen darauf. Zieh nicht runter, okay? Okay. Zieh bloß nicht runter, verdammt. Holen wir uns die Flak! Das ist Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Du hast nicht die geringste Ahnung, was Wahnsinn ist. Jungs sonst vorhin. Wir müssen es übernehmen. Ich seh's nicht richtig. Geradeaus. Vorsicht. Wir schießen uns von allen. Der kann relativ stabil da drauf laufen, muss ich sagen. Der ist da drüben. Das ist der. Oh, oh. Alles klar. Ach, natürlich. Jetzt habe ich natürlich eine Waffe. Hm. Oh, da sind ganz schön viele drauf, Digga. War das nicht gerade Wilson? Nee, war er nicht. Was? Sei leise. Sonst hört nicht jeder Deutsche auf diesem verdammten Ballon. Da. Nichts für schwache Nerven. Wollen wir mal unsere Jungs unterstützen? Kommt her, verdammte Jerrys! Komm schon, Fritz, komm da! Mein Name ist Clive Blackburn! Ich bin ein Pilot, ein Spieler! Und ein potenter Kerl! Ich bin ein potenter Kerl! Ich bin ein potenter Kerl! Ja, das bin ich! Ja, das geht auch für dich, du
großer Mistkerl! Oh, scheiße. Und weg damit! Komm schon! Komm schon! Was? Wo kommst du denn her, Gasmaskenman? Niederwälzen. Was zur Hölle? Wilson, wir müssen weg. Oh fuck. Ich hab total eine Gänsehaut. Ach du Scheiß. Wie geil das bitte aussieht. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Das war... Boah. Alter, hat das reingehauen, ey. Puh. Die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit auf 180, weil du, also, wenn man nur zuguckt, kann man das nicht verstehen, aber wenn man selber die ganze Zeit da fliegt, man ist die ganze Zeit auf 180, man ist vollkommen konzentriert, man versucht nicht drauf zu gehen, man fühlt sich, als wäre man nicht nur in einem Spiel, sondern wahrscheinlich sogar wie in einem richtigen Krieg, was man natürlich nicht unbedingt will, aber dieses Spiel kommt sehr stark daran. So, das. Schon alleine durch die ganze Grafik, die Geschichten und all das. Das ist aber noch nicht das, was wir machen sollen, oder? Ach nee, das war ja. Stimmt, so, zack. Da. Avanti Savoia. Aber das natürlich erst in der nächsten Folge. Haben wir ja schon wieder ein Kapitel abgeschlossen. Und das nur in zwei Folgen oder so. Oder drei. Das ist schon fast. Schlecht. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.